Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Aufgebraucht-Video von mir. Das heißt, ich zeige euch alle Produkte aus diesem Körbchen, was echt pickepacke voll ist, die ich in den letzten Wochen und Monaten aufgebraucht habe, leer gemacht habe. Ich gebe euch zu jedem Produkt so eine Mini-Review. Ich sage euch, ob ich es gut fand und mir nochmal kaufen würde oder nicht. Und wenn ja, wenn nein, warum das so ist. Und ja, ich würde sagen, ich lege direkt los. Ich greife einfach mal von oben weg. Was ich leer gemacht habe, ist ein Wasserspray. Das ist eins von Balea gewesen. Das ist schon ein bisschen älter gewesen, aber nach wie vor gibt es diese Wassersprays unter anderem von Balea. Das war ein Spray mit Melone in diesem Fall und ich mag diese Sprays super gerne im Sommer an sehr heißen Tagen, entweder für zu Hause oder für unterwegs. Und zwar sind das Sprays in so Aludosen. Ich weiß, ist nicht unbedingt das Beste, aber ja, ich benutze sie ja nicht täglich. Diese Aludosen haben einen ganz, ganz feinen Sprühnebel, der da rauskommt, ähnlich wie bei einem Deo-Spray. Aber was da rauskommt, ist eben Wasser und in dem Fall noch mit Melonenduft. Und ja, das ist so fein zerstäubt, dass ihr das wunderbar ins Gesicht oder auf den Körper sprühen könnt. Ihr könnt das auch im Kühlschrank zum Beispiel aufbewahren, um das noch ein bisschen kälter zu bekommen. Und das ist einfach eine super schöne Erfrischung für zwischendurch. Es ist so fein zerstäubt, dass ihr das auch auf euer Make-up sprühen könnt, ohne dass das Make-up verläuft. Also das ist wirklich super praktisch und ja, jetzt eben aufgebraucht. So, dann habe ich hier zweimal eine Seife. Damit bleibe ich bei Balea. Ja, zweimal die gleiche Seife. Handseife Caribbean Feeling. Duftet nach Kokos- und Frangipani-Blüte. War eine Sommer-Limited Edition. Es kann sein, dass es die noch gibt, aber ich glaube, sie wurden mittlerweile gegen Herbst-Winter-Düfte schon ausgetauscht. Aber vielleicht gibt es sie online noch. Auf jeden Fall sage ich das immer wieder, ich liebe Balea-Seifen. Ich finde die Seifenspender sehr schön. Ich finde die erstmal immer schön designt. Sie funktionieren super gut, sie stehen stabil und ihr bekommt mit diesem Pumpspender wirklich so gut wie den kompletten Inhalt aus diesem Fläschchen raus. Sie riechen immer gut, also das hier vor allem hat sehr, sehr schön nach Kokos geduftet, mag ich sehr gerne. Und ja, genau. Nehme ich meinen Kiddies jetzt mit in den Kindergarten für die Matschküche, dann können sie da noch so ein bisschen mit rumpatschen. So, was habe ich noch leer gemacht? Ich habe leer gemacht eine Creme und zwar von Beauty Mates. Die habe ich jetzt, ich weiß nicht, zum dritten Mal oder sowas schon leer gemacht. Und zwar die Hyaluron Cream Boost. Das ist die mit diesem blauen Deckel. Ich habe auch hier noch die, die steht hier auch immer parat, mit dem lila Deckel. Das ist eine Lift Cream für besonders trockene Haut und die ist für normale Haut geeignet. Ja, diese Creme mache ich so oft leer, weil ich sie immer mit den Beauty Mates Boostern mische oder oftmals mische. Die Booster, ich habe hier glaube ich auch einen stehen. Genau, den benutze ich auch sehr, sehr gerne. Das ist der AHA Glow Booster. Und diese Booster sind so kleine Flüssigkeiten in diesen Fläschchen. Die kommen mit so einer Pipette und dann kann man die eben Innenkleckscreme reinmischen. Ihr könnt die auch theoretisch direkt aufs Gesicht auftragen und die Creme drüber geben. Ihr könnt auch jegliche andere Creme verwenden für die Booster. Also es muss nicht speziell die Beauty Mates Creme sein. Ihr könnt auch eure Lieblingscreme oder irgendeine Creme in Kombination verwenden. Und ja, die Creme mag ich wirklich sehr, sehr gerne, weil sie eine ganz tolle Textur hat. Sie gleitet schön über die Haut, sie zieht schnell ein und sie spendet der Haut sehr, sehr gut Feuchtigkeit. Die Haut fühlt sich damit einfach sehr, sehr angenehm an. Also die mag ich richtig gerne. Wie gesagt, habe ich jetzt schon zum mehrfachen Mal, wiederholten Mal leer gemacht. Und ja, zum AHA Glow Booster kann ich noch kurz was sagen. Der enthält AHA und BHA-Säure. Ist also ein chemisches Peeling für eure Gesichtshaut. Hört sich immer so komisch an, wenn man sagt chemisches Peeling, aber eigentlich sind chemische Peelings viel besser als diese Peelings, die man sonst kennt mit diesen Körnchen. Also vor allem im Gesicht sind chemische Peelings viel, viel sanfter zur Haut. Ja, AHA-Säure ist hier 12% drin. Das ist die sogenannte Glykolsäure. Die sorgt dafür, dass abgestorbene Hautschüppchen im Gesicht entfernt werden, eben auf eine ganz sanfte Art, ohne
Körnchen, die eure Haut irgendwie reizen oder verletzen könnten. Und BHA-Säure ist hier 2% drin. BHA-Säure nennt sich auch Salicylsäure und die sorgt dafür, dass euer Gesicht porentief gereinigt wird und die wirkt auch entzündungshemmend, also für alle mit unreiner Haut auch ein richtig, richtig guter Tipp. Und zudem spendet dieser Booster auch Feuchtigkeit. Und in Kombination mit dieser extra feuchtigkeitsspendenden Creme ist das halt wirklich eine super schöne Pflegegeschichte auch noch, also eine Reinigungs- und Pflegegeschichte. Kann man sehr gerne abends so einmal die Woche, maximal zweimal die Woche verwenden und dann tut man seiner Haut auf jeden Fall was Gutes. Und ihr wisst, immer wenn ich euch ein Beautymates-Produkt in einem meiner Videos vorstelle, habe ich auch einen Rabattcode von Beautymates für euch bekommen. Wieder 30%, so wie ihr es in den meisten Fällen kennt, blende ich euch hier ein, schreibe ihn euch auch natürlich in die Infobox, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Booster, wie zum Beispiel den Selbstbräunungsbooster, der jetzt gerade wieder so ein bisschen aktuell wird. Es gibt Lifting-Booster, es gibt Wake-up-Booster, also schaut euch da gerne mal um und wie gesagt, Link findet ihr in der Infobox. So, was habe ich noch leer gemacht? Ein Duschgel von Kneipp und zwar die Aromapflegedusche Urlaubsgefühl. Die habe ich zu meinem Sommerurlaub von einem Kita-Kind geschenkt bekommen, also so zum Kita-Jahresabschluss und die habe ich gleich mit unter die Dusche genommen. Die hat richtig, richtig gut gerochen nach Mandarine und Agave und ich mag diese Kneipp-Duschen auch immer sehr gerne, weil die total schön duften, aber auch sehr schön aussehen. Also ja, die habe ich direkt leer gemacht. Dann habe ich gleich drei Make-ups bzw. Foundations aufgebraucht und die eine, die ist so kaputt, also der Deckel ist mir mal runtergefallen und gesprungen. Das ist das M.A.S.A. Magic Finish Mousse Make-up. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, beziehungsweise habt ihr wahrscheinlich alle schon mal von gehört. Ich habe das nicht selber gekauft damals, sondern das hat meine Mama gehört und ich habe es aufgebraucht. Das war ungefähr noch halb voll. Ja, bummelig halb voll und ich habe es jetzt aufgebraucht. Ich mag das sehr gerne. Am Anfang muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil normalerweise benutze ich eben solche klassischen Creme- oder flüssigen Foundations. Und das hier ist eben so eine ganz spezielle Textur. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie eine Mousse. Also sowas Fluffiges, eher Festes. Am besten tragt ihr diese Foundation mit einem Bufferpinsel auf. Also so funktioniert das für mich am besten. Ich gebe einfach ein bisschen Creme mit dem Finger auf Stirn und die Wangen und dann verteile ich das mit einem Bufferpinsel. Und diese Foundation gab es damals nur in einer Nuance. Die sollte sich jedem Hautton anpassen. Bei meinem Hautton hat es ohne weiteres funktioniert, aber ich habe auch keinen speziellen Hautton. Also ich bin relativ so eine deutsche Kartoffel halt, ne? Und jetzt mittlerweile habe ich gesehen, gibt es aber auch verschiedene Nuancen davon. Also falls man da nochmal in eine spezielle Richtung gehen möchte, ist das jetzt auch möglich. Zur Deckkraft, ich fand die ganz gut. Also ich fand sie auf jeden Fall komplett alltagstauglich. Es war nicht zu viel, also es sah nicht maskenhaft aus. Es war aber auch nicht zu wenig Deckkraft. Also ich finde, die hat einen ganz schön ebenmäßigen Ton gemacht. Ein eher mattes Finish durch die Textur. Aber da kann man ja mit Highlighter nachhelfen. Also ich mochte die ganz gern. Ich weiß nicht, ob ich sie mir irgendwann mal nachkaufen würde, weil sie schon vom Preis her etwas teurer ist als andere Drogerie-Foundations. Aber weiterempfehlen kann ich sie auf jeden Fall. Das nächste Make-up kommt von Maybelline. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das war die Super Stay Better Skin Foundation. Habe ich mal zugeschickt bekommen in einem etwas dunkleren Farbton. Das war die 030 Sand. Ist aber für den Sommer ein super cooler Farbton. Es sieht so aus, als ob da noch voll viel drin ist. Aber nee, ich kriege da tatsächlich gar nichts mehr raus. Ich habe auch den Deckel hier abgeschraubt und mit dem Spatel noch so einen Rest versucht rauszukratzen. Aber jetzt bekomme ich da wirklich gar nichts mehr raus. Ich mochte das Make-up sehr, sehr gerne, habe es gerne im Sommer verwendet. Es hat eine auch mittlere Deckkraft gehabt, ein frisches Finish. Ja, aber wie gesagt, gibt es glaube ich nicht mehr. Und dann ein relativ ähnliches Make-up finde ich von Manhattan. Das gibt es noch, das 3-in-1 Easy Match Make-up.
habe ich in der Farbe 32 Classic Ivory. Auch das wurde mir mal zugeschickt. Ist auch eine etwas dunklere Sommerfarbe, passt perfekt zu meinem liebsten Catrice Concealer. Der ist nämlich auch in der Farbe 32. Ja, auch ein sehr schönes Make-up, mittlere Deckkraft, frisches Finish, lässt sich super einfach einarbeiten. Also ja, kann ich auch durchaus weiterempfehlen. So, dann, die habe ich ja eben wie immer dabei, Reinigungstücher von Isana in dem Fall, die grüne Variante. Ich mag diese Reinigungstücher ganz gerne, wenn es einfach mal schnell gehen muss und man, keine Ahnung, unterwegs ist und das Make-up schnell mal abmachen möchte, wenn man das nicht allzu oft macht. Oder ich benutze das hauptsächlich noch dafür, wenn ich Haul-Videos drehe, um meine Swatches vom Arm zu entfernen. Ansonsten für meine Gesichtsreinigung bin ich ja mittlerweile wirklich umgestiegen auf Reinigungsschäume, Micellenwasser, Seren und so weiter und benutze diese Tücher kaum noch, weil sie einfach nicht so gründlich sind wie eben das, was ich eben aufgezählt habe. Aber für mal zwischendurch finde ich sie total okay. Das sichtbare Make-up und auch das Augen-Make-up nehmen sie wirklich gut runter. Noch eine, oh, das wusste ich gar nicht, noch eine Pflegedusche von Kneipp. Die hatte ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Aromapflegedusche Gute Laune mit Maracuja und Grapefruit. Die hat bestimmt auch gut gerochen. Ja, sehr fruchtig, mehr nach Maracuja als nach Grapefruit, würde ich sagen. Ja, kann ich das Gleiche zu sagen wie zu der anderen Kneipp-Dusche. Sehr schön, sehr schöne Düfte. So, was ich auch leer gemacht habe, diese beiden Pomelo-Produkte hier, die wurden mir auch mal zugeschickt. Das ist einmal das Bamboo Defense Deep Cleansing Shampoo mit Thermalwasser und Acai. Finde ich ganz gut, hat mir gut gefallen. Das habe ich ja so speziell für den Haaransatz verwendet und für die Haarlängen habe ich meinen Lieblingsconditioner verwendet, den Peach Paradise Nourishing Conditioner mit Kokosnuss und Birkenblattextrakt. Birkenblattextrakt, genau. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Conditioner. Den habe ich euch schon ein, zwei, dreimal vorgestellt. Der funktioniert richtig, richtig gut, wenn man ihn ein paar Mal verwendet hat. Also beim ersten Mal merkt man vielleicht noch nicht so viel, aber wenn man den regelmäßig verwendet, ist der wirklich super gut. Er macht die Haare richtig schön geschmeidig, sie fühlen sich unheimlich toll an. Also ich mag das Haargefühl damit richtig gerne und ja, ich weiß, die Pomelo-Produkte sind dafür bekannt, dass sie relativ teuer sind, aber ich glaube, der gilt immer noch. Ich habe einen, weil ich auch mal mit Pomelo zusammengearbeitet habe, einen 100€ Rabattcode bekommen. Ich meine, dass der noch gültig ist. Ich werde es rausfinden, wenn ja, steht der auf jeden Fall in der Infobox und ich blende ihn euch hier auch gerne nochmal ein. Wenn ihr im Wert von, ich glaube, 149€ Produkte in den Einkaufswagen packt, dann werden euch 100€ abgezogen und ihr bezahlt nur noch 49. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz andere Nummer. Also falls ihr Pomelo-Produkte mal ausprobieren wollt, falls ihr neugierig seid oder euch welche nachkaufen wollt, könnt ihr den Gutschein, den Rabattcode gerne verwenden. So, dann habe ich leer gemacht einen Reinigungsschaum. Da war ja eben schon die Rede von. Und zwar von Salted. Salted durfte ich auch mal austesten vor ein paar Monaten. Salted hat auch so eine Pflegeserie, die aufeinander aufgebaut ist. Ihr könnt auf der Seite eure Hautbedürfnisse, eure Hautproblemchen angeben und dann wird euch ein Pflegeset empfohlen. Und ja, diesen Reinigungsschaum, den benutze ich aktuell täglich. Ich habe auch gerade noch einen zweiten davon in Verwendung. Den finde ich sehr gut und sehr gründlich reinigend und auch sanft zur Haut. Also ich habe damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Kann ich euch sehr empfehlen. Get Rid Of nennt er sich. Reinigungsschaum. Jo. Dann habe ich leer gemacht ein Deo und zwar von Rexona, das Maximum Protection Confidence Deo. Das ist so ein Roll-On ist es nicht. Es ist ein Deo-Stick, denn das Produkt wird hier so rausgedreht über das Rädchen und dann kommt das hier durch diese Löcher und dann könnt ihr das auf eure Achseln auftragen. Und das ist ein Antitranspirant, sprich es ist ein
Produkt, was eure Schweißbildung reduzieren soll und vor allem den Geruch oder die Geruchsbildung reduzieren soll. Und ich finde, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mich sehr auf das Deo verlassen. Ich habe es sehr gerne verwendet. Ich habe mir das auch schon zweimal nachgekauft in anderen Sorten. Und das ist einfach so ein Ding, da weiß ich, dass es funktioniert. Also ich bin jetzt niemand, der wirklich sehr stark schwitzt oder der schnell nach Schweiß riecht, aber es kann hin und wieder mal vorkommen. Manchmal sind einfach Situationen sehr schweißtreibend, sei es jetzt, weil sie anstrengend sind oder weil sie irgendwie unangenehm sind oder so. Deswegen, ja, für solche Tage benutze ich super gerne dieses Maximum Protection. Finde ich sehr gut. Was ich noch leer gemacht habe, jetzt kommt die Sonne hier, ne? Oh Gott, das Licht. Vielleicht regelt es sich gleich wieder. Einwegrasierer, beziehungsweise ich benutze sie nicht nur einmal, ich benutze sie so lange, wie sie scharf sind, wie die Klingen scharf sind. Von Wilkinson Sword Extreme 3. Da sind 6 Stück drin. Sensitive Comfort. Ich bin nicht so ein Fan davon, von Rasierern, wo man immer die Klingen nachkaufen muss, weil ich finde die nicht besser oder gründlicher als solche Einwegrasierer. Und ich schneide mich damit auch nicht weniger. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt einen teuren Rasierer kaufe und teure Klingen oder eben solche eher günstigen Varianten. Also vom Effekt her, deswegen benutze ich das günstigere. Achso, was ich euch in diesem Zusammenhang mal fragen wollte, mir wird bei TikTok so häufig dieser Rasierhobel angezeigt als Werbung und ich hatte ihn schon in meinem Warenkorb drin, aber irgendwie habe ich ihn doch nicht bestellt, weil ich dachte so, irgendwie höre ich das immer nur in der Werbung, aber ich habe noch nie von irgendjemandem, den ich kenne oder dessen Meinung ich oder auf dessen Meinung ich vertraue, davon was gehört. Deswegen frage ich euch jetzt mal, benutzt ihr Rasierhobel? Und wenn ja, könnt ihr das weiterempfehlen? Und warum? Würde mich sehr interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, ich sehe, ich habe hier noch 2 Seifenspender leer gemacht. Nochmal von Balea. Die Cremeseife Beeren und Vanille. Duftet nach Beeren und Vanille. Aber ich glaube, obwohl doch, die könnte es noch geben vielleicht. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Die hat sehr stark nach Blaubeere gerochen. Gar nicht so stark nach Vanille, aber eben auch süßlich, aber vor allem fruchtig nach, ja, Blaubeere vor allem, finde ich. So ein typischer Blaubeerduft gewesen. Aber auch ganz nett. Und die hier, ich glaube, die Marke Today kommt von Edeka oder von Rewe. Ich glaube von Edeka. Cremeseife Mandelmilch. Ich glaube, die hat auch ganz gut gerochen. Also ich kann mich an keine Seife erinnern, die ich nicht riechen mochte in letzter Zeit. Ja, die hat vor allem sehr intensiv gerochen, aber auch gut. Ja, da haben meine Kiddies auf jeden Fall Spaß mit den Fläschchen. Dann habe ich aufgebraucht eine Tuchmaske. Die hatte ich gestern erst drauf, Sonntag, vorgestern für euch dann. Die Verwöhnmaske Lass die Seele baumeln von Isana, habe ich glaube ich schon gesagt, mit Hyaluron, Aloe Vera und zartem Vanilleduft, war mal, glaube ich, limitiert oder in so einem Extra-Aufsteller. Ich weiß nicht, ob das die noch gibt. Fand ich auf jeden Fall ganz angenehm. Ich konnte sie aber nicht super lange drauf lassen. Also hier steht, mindestens 10 Minuten soll man das Tuch auf dem Gesicht drauf lassen und dann den Rest eincremen, einarbeiten in die Haut. Aber ich habe sie, glaube ich, zwischen 15 und 20 Minuten drauf gehabt, aber dann wurde es auch so ein bisschen unangenehm tatsächlich. Also dann hatte ich so leicht das Gefühl, dass es anfängt zu brennen. Dann habe ich sie abgemacht, aber dann war auch gut. Also ich hatte keine Rötung oder irgendwie sowas. Ich habe danach nichts mehr davon gemerkt. Aber ja, die wollte runter. Ja, fand ich aber ganz gut. Also meine Haut sah danach wirklich sehr, sehr schön frisch und mit Feuchtigkeit versorgt aus. Auch von Isana habe ich Augenpads.
Leer gemacht habe ich lange nicht mehr verwendet, tatsächlich. Irgendwie, weiß nicht, vergesse ich das immer. Ich mache sonst immer gerne am Wochenende drauf, ne? Wenn ich mich morgens nicht direkt schminke, sondern erstmal ein bisschen wach werden kann in Ruhe, dann mache ich mir gerne solche Augenpads drauf. Das sind Hydrogel-Augenpads gewesen mit Koffein- und Melonenextrakt. Ich glaube, die gibt es auch im Standardsortiment. Ich finde die von Isana ganz gut. Also ich finde, die kleben gut, die sind sanft, also zu meiner Haut auf jeden Fall. Ich hatte da mit den Isana-Dingern noch nie Probleme. Ich hatte mal mit einem, dass es gebrannt hat, aber ich glaube, das war von Yuti und nicht von Isana. Waren auf jeden Fall so blaue oder grüne, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, die konnte ich gut vertragen. Fand ich ganz gut und vor allem sehr angenehm. Dann habe ich leer gemacht einen Augen-Make-up-Entferner. Den benutze ich auch jeden Abend. Den habe ich mir auch nachgekauft. Dementsprechend finde ich ihn gut. Maybelline Augen-Make-up-Entferner waterproof. Also entfernt auch wasserfestes Augen-Make-up. Komplett ohne Probleme. Ich benutze das einfach mit einem Wattepad bzw. mit einem Abschminkpad. Funktioniert super gut. Das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Also einmal ist eine durchsichtige Flüssigkeit und eine blaue Flüssigkeit da. Ihr müsst den dann schütteln, dass sich die zwei Flüssigkeiten vermengen und dann ja, nimmt er das Augen-Make-up wirklich super gut runter. Ist auch in keinster Weise aggressiv. Also bei mir brennt es null. Ich finde ihn richtig gut. Dann habe ich noch ein Fixing Spray leer gemacht von Skindinavia, wurde mir mal zugeschickt. Die Marke gibt es oder gab es mal bei Purish. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Ich glaube fast nicht. Falls ich das finde, verlinke ich es aber in der Infobox gerne. The Makeup Finishing Spray. Ja, fand ich ganz solide, ist jetzt aber kein Ding, was ich mir nachkaufen würde. Also ist, glaube ich, auch nicht günstig gewesen. Also die Marke ist, glaube ich, nicht so günstig. Dementsprechend, da benutze ich lieber günstigere Alternativen bzw. günstigere Sprays, die ich sogar besser finde. Ein Duschpeeling habe ich noch leer gemacht von Balea. Das war eine Sommer Limited Edition. Aus diesem Jahr müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, das ist eben ein Peeling mit Peelingkörnchen, ne? Und das benutze ich eben gerne für meine Arme und Beine, eben wenn ich merke, das ist sehr trocken, da sind sehr viele abgestorbene Hautschüppchen, dann benutze ich gerne solche Peelings. Wobei ich finde, dass diese Art Peelings sehr sanft sind, also nicht so krass effektiv. Also wenn ihr so ein richtig effektives Peeling haben wollt, dann würde ich sagen, macht es euch einfach selber, nämlich mit Kaffeepulver. Also ich habe so ein Kaffeepulver-Peeling, das funktioniert richtig gut. Also da merkt man richtig, wie ihr die Haut lange damit massieren könnt. Ist natürlich auch so ein bisschen durchblutungsfördernd. Und das finde ich richtig gut, wenn ihr so ein intensives Peeling machen wollt. Und ja, das hier ist eher so mittelstark, würde ich sagen. Aber hat wunderbar gerochen und auch ganz toll ausgesehen. Also da war ich auch so ein Verpackungsopfer mal wieder. So, dann habe ich noch, wir nähern uns langsam dem Ende, einen Cremeschaum aufgebraucht von Bilou in so einer kleineren Größe. Ich weiß gar nicht, wo ich den mal her hatte. Mir wurde mal eine Zeit lang von Bilou was zugeschickt, aber schon länger nicht mehr. Vielleicht hatte ich das auch in einer Glossybox oder so drin, kann sein. Frosty Lemon gibt es, glaube ich, nicht mehr, war so eine limitierte Sorte. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch Cremeschäume gibt. Also es ist kein Duschschaum, sondern ein Cremeschaum, sprich zum Eincremen. Finde ich ganz cool auf jeden Fall. Ihr könnt es euch vorstellen wie ein Duschschaum oder wie so ein Rasierschaum, der dann auf der Haut zu einer Creme wird und dann eben schnell auch in die Haut einzieht. Mochte ich ganz gerne, fand ich auch vom Duft her schön. Das letzte Pflegeprodukt ist eine Augencreme von ARCO, Age Delay Eye Cream mit Hyaluronsäure. Habe ich auch mal zum Testen zugeschickt bekommen, mochte ich sehr gerne. Also es ist so eine Tube mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Öffnung, da könnt ihr die Creme sehr gut mit dosieren. Es war eine eher Lotionartige Textur, also ein Sonne, ich liebe dich ja, ne? Aber ich sehe hier aus wie Graf Dracula gleich.
Textur war eher leicht, dadurch ist sie schnell eingezogen, ließ sich sehr einfach auftragen. Ich bevorzuge aber tatsächlich bei Augencreme fast mehr etwas reichhaltigere Texturen, die einfach so ein bisschen dicker sind und ich dadurch auch am nächsten Morgen noch merke, dass Pflege drauf ist. Also ich finde gerade so bei der Haut um die Augen herum darf es gerne ein bisschen mehr Pflege sein. Aber ich fand sie gut, aber nicht besonders. Was ich noch, ja, so halbwegs aufgebraucht habe, der Rest ist mir, würde ich sagen, eingetrocknet, eine Mascara-Probe von Lancôme, die Hypnose Volume Apporté Mascara, hatte ich mal in einem Douglas-Paket als Beigabe drin. Ihr wisst, ihr kennt meine Meinung zu Mascaras, vor allem zu teuren Mascaras, sind für mich absolut nicht notwendig. Ich finde, Drogeriemascaras sind so gut, da findet ihr so viele sehr, sehr tolle Mascaras, dass ihr nicht auf Parfümerie, also High-End teure Mascaras zurückgreifen müsst, wenn ihr nicht wollt. Also einige möchten das, vielleicht möchten sich diesen Luxus gönnen, aber ich finde persönlich, bei Mascara muss man das auf gar keinen Fall. Die war okay, ich habe sie gerne verwendet, aber auf keinen Fall besser als Drogeriemascaras. Noch eine zweite Mascara, die mir mittlerweile eingetrocknet ist, die ist aber auch schon echt alt gewesen. Von Manhattan, die Super Size False Lash Look Mascara. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, kann sein. Da merke ich einfach, das Bürstchen oder die Haare vom Bürstchen, die kleben einfach schon, ja, seht ihr das? Sehr aneinander. Also das ist, nee, der ist, glaube ich, nicht mehr zu vertrauen und deswegen lasse ich die auch nicht mehr an mein Auge. Kommt weg. Und dann habe ich noch, davon war, glaube ich, auch schon die Rede in meinem Video, mein Lieblingsconcealer, Catrice True Skin High Cover Concealer, liebe ich, vor allem in der Farbe 32 Neutral Biscuit. Das ist einfach ein etwas dunklerer Farbton, den verwende ich super gerne für Rötungen, Pickelmale und eine hellere Nuance dann für unter die Augen zum Aufhellen. Genau, ist eine super Textur, eine schöne Konsistenz. Lässt sich ganz einfach auftragen und einarbeiten, hat trotzdem eine sehr schöne und gute Deckkraft, ist wasserfest, ist einfach perfekt. Ist mein liebster Concealer, kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ja, das nochmal zu guter Letzt und dann kann ich die ganzen Sachen jetzt endlich entsorgen, dass der Korb wieder leer ist und ich weiter sammeln kann fürs nächste Aufgebraucht-Video. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können, ein bisschen die Zeit nett vertreiben können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, habt ein paar schöne Tage. Macht es gut. Tschüssi.